Feinde patrouillieren in diesen Gewässern. Ah, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Lasst was hören, Matrosen! Kriegsschiff in Sicht, Captain! Denke, das ist ein Kutter! Die Farben Englands! Nur das eine Schiff, Captain! Wir sind sicher, Captain. Gegner kommt auf uns zu! Kutter! Royal Navy! Scheint allein zu sein, Sir! Der Mann arbeitet für Peter Beckfords Leute. Kennst du sie? Die Beckfords und ihr Zuckerimperium? Ei. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Arbeitet für Peter Beckfords Leute. Kennst du sie? Die Beckfords und ihr Zuckerimperium? Ei. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Greift die Top- und Bramsegel! Es ist riskant, zu nahe zu ankern. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Captain Meer! Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Waffen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn ich meine Augen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler, nicht bei dieser Größe.
Verdopple auf jeden Fall die Wachen und halte verdammt nochmal nach allem Verdächtigen Ausschau. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann, du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir, ich halte meine Augen offen. Himmel, Herrgott, was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Madman! Boo! For shame! Police! Madman! No, tyrants! Police! Madman! For shame! Madman! Bullies! Tyrants! For shame! Bullies! Madman! Faster, lady! You don't leave. No, till I beg of you! Spare me! To move on, I didn't hire snails. Careful with that, you dullard. Make haste, we've another log after this. Careful with that, you dullard. No, I beg of you, spare me. Make haste, we've another log after this. Faster, ladies, we don't leave till